meisten reisen selten bis Elba. Dann macht es euch halt selber. Hallo, ich hab ein Bäckle gekriegt. Und zwar vom lieben Andreas. Ja, klotzen wir mal rein. Ich bin schon gespannt. Ach du Scheiße. Ja, moin, das ist echt alles voll Elektronik. Teile. Ey, das, weil die ist sau schwer. Also bestimmt 5, 7 Kilo das Paket oder so. Ja, moin. Oh, okay, da brauchen wir ein Minütchen. Fangen wir mal hier mit dem ersten Beutelchen an. Haben wir irgendeine Schaltung? Da ist sogar nochmal ein Beutelchen drin. Aber auch mit Bauteil. Oh, das wird doch ein bisschen längeres Video, Männers. Mhm. Irgendeine Schaltung mit einem Taster. Was haben wir hier? Ein paar Transistoren oder Dioden. So, oh ne, doch, es ist angeklemmt. Boah, das haben wir nicht. Ich vermute jetzt mal, das wird ja in etwa der Schaltplan sein, oder? Ich weiß es nicht, weil das jetzt alles zusammen in der Tüte war. Was haben wir denn hier? MOSFET. Eine MOSFET-Ansteuerung. Für. Und hier ist nochmal. Ja gut, Spannungsregler, ne? Denke ich jetzt mal. Hier sind nur noch. Ah, warte mal. Das ist doch hier. Andreas, jetzt, wenn ich den Trabo sehe und die Teile. Das ist in der Tüte, da kann man sich schon bestimmt einen Wechselrichter zusammentüdeln, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Da könntest du ja mal noch was dazu pfeifen, beziehungsweise muss ich dich auf jeden Fall noch mal fragen. Weil es sieht fast so aus, als wenn ich das nur oben abbauen soll. Ich tue das jetzt wieder in die Tüte rein, ja, dass nichts wegkommt gleich. So, da haben wir hier gleich ein paar PC-Lüfter. Oh, da haben Tüten, Mensch, so wie Weihnachten, Junge, geil. Hab ich Aufnahme an, ja. PC-Lüfter. Warte mal, die hole ich jetzt gleich mal raus hier. Ach, das ist schon ein bisschen größer. Wieso hat er so viel Kabel? Das ist doch ein Bedini, das ist doch umgetüdelt hier. Das darf man gar nicht. Man muss immer an normale Luft. Also, hast du mir jetzt einen umgewickelten Bedini geschickt oder was? Hast du sogar wieder zu. Oh, das wäre geil, Digga. Oh, brauch ich mal wickeln. Das ist so mit Bedini, oder? Warum frage ich so blöd? Hä? Power? Trigger? Ist es ein Doppelbedini oder was? Den müssen wir mal beiseite, ja? Wie so 8 Drähte. Und hier hast du noch welche zum Umtüdeln. Oder den hast du auch schon umgetüdelt, oder? Das ist doch schon umgebaut hier. Warte mal, hier steht was. Schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Für Bedini-Schaltung. Genau, für Bedini-Schaltung. Das wäre halt interessant hier, ne? Normal 4, aber hier sind ja jetzt 8. Bestimmt ein Doppelter oder irgend sowas. Da hast du da noch Generatorwicklung drauf gemacht. Ha? Guck mal. Das klingt ja schon wie ein Bedini, noch gar nicht gemacht. So, die hier. Was haben wir hier? Also Andreas hatte mir geschrieben, dass er Haufen Elektronikzeug hat und alles drum und dran und das eigentlich wegschmeißen wollte. Und da habe ich gesagt, nee, das schickst mir. Pass auf, das tun wir das mal beiseite. Und dann haben wir die großen Sachen, dass schon ein bisschen Platz gibt. Huch. Boah, guck mal an hier. Das heißt, das ist Lastwiderstände. Was haben wir hier noch? Transistoren, Widerstände, LEDs. Also alles mögliche Systemzeug. Sehr schön. Das brauche ich auf jeden Fall. Hier haben wir wieder Lastwiderstände. Ah! Oh, Digga, geil. Die Knöpfe, die Schalter hier, das ist gut. Sind das Schalter oder Taster? Ah, Schalter, super. Tab. Oh nein! Oh nein! LEDs! Vielen Dank. Geil. Und Lastwiderstände hier. Mal gucken, was sind das für welche? Also, ist noch mehr Potti? Nee. Sind noch andere Schalter? Gucken wir mal, 5 Watt? 18 Ohm. Das
Sind das jetzt alles dieselben? Das wäre natürlich geil. Da kann ich die alle schön in eine Kiste. 10 Ohm. Ne, sind unterschiedlich, aber 5 Watt. Mega geil auf jeden Fall. Und hier haben wir noch, wie ihr seht, die. Da muss ich aber unten einmal gucken, ob das Taster oder Schalter sind. Oh, Schalter. Das. Vielen lieben Dank. Alter, das ist ja Wahnsinn, Digga. Weil, ne, also hier so ein Schalter, müsst ihr mal gucken, was die kosten. Mega geil, Digga. Vielen lieben Dank. Was das? Irgendein Headset? Ist das das Kabel von Achim hier? Nee. Nur 2 Ringe, Achim. Wir suchen so einen Stecker mit 4 oder mit 3. Ne, mit 3, glaube ich. So Headset-Kabel, ne? Oder Audio. Das kommt dann in meine Audiokiste. Das wird 1. Oh, und das. Oh, Potti. 15 Watt, 8 Ohm. Made in Taiwan. Aber 15 Watt, Potti. Vielen lieben Dank, Digga. Ne, richtig, sowas kostet auch richtig Geld. Ja, machen wir mal, was haben wir denn hier? Das ist echt wie Weihnachten. Ich weiß gar nicht, ob das, das Stück Beutel. Also das sind so für die Potties, die Dinger zum oben drauf machen. Die Griffe, das ist auch sehr gut. Bei mir ist immer so schlampig, ne? Kann ich jetzt dann auch mal ordentlich machen. Haben wir noch eine Spule und hier noch. Ja, werden Drosseln sein oder irgendwas. Steht hier die Angaben drauf. 4 Ampere, so 2 mal 2,7 Millihenry. Hm, sehr gut. Und noch ein Labornetzkabel. So, war weiter hier, oder? Was ist das? Westfalia Technik, Brother. Gut. Ui. Ein Metz. Oh, das ist ja ein analoges Messgerät. Guck mal. Kar. Sehr schön. Supi. Für, oh, Ampere. Ne? Habt ihr gesehen. Ja. So, was ist das? CPU-Cooler. Bestimmt nicht mehr das drin, was mal drauf stand. Nee, ist noch das drin, was mal drauf stand. Das ist doch unbedingt hier, oder? Hast du den umgeballt? Du bist ja. Ah nee, guck mal, das ist mit PDE irgendwas hier getübelt. Mit PDE-Element. Hm, willst du mal einen Kühlschrank bauen oder was? Ah, da wollte ich auch schon ewig mal was mitmachen, ne? Ja. Ja, sind wir halt da, ich brauche es nicht mehr. So, oh nein! Was sehe ich denn hier? BV-Lampen? Nein, komm, wir machen da rein. 5,6K Widerstände und kleine Kontis. Was sind das Blaue? 150 E5 Neo SDI. Ist das auch noch ein Kondi oder was? Hm. Weiß ich jetzt nicht. So, da habe ich auf jeden Fall wieder Sortierabend. Müssen wir Sortierstream machen. Müssen wir alles einsortieren. Oh, da kommen noch mehr, Jungs. Guckt mal, da kommen noch mehr. Seit Haufen Ding haben wir jetzt ein paar Dioden. Das sind so kleine Beutelchen. Dioden. Hier haben wir eine, vermute ich jetzt mal, Joule-Tief. Mit irgendeinem Knüppel hier. Was ist denn das? Der Heißleimknüppel. Tue ich jetzt mal wieder rein. Kannst du ja mal schreiben, Andreas. Und hier noch ein paar Spulen. Das ist natürlich auch Re-EMF. Kern oder Joule-Tief und Haufen Transistoren und so. Auf jeden Fall mega geil, danke. Da brauche ich jetzt erstmal keine Transistoren mehr kaufen. Das ist ja eh Katastrophe zur Zeit. Ich habe ja fast nur gefälschtes Gelumpe. Hier haben wir noch ein paar Spulen mit Kern. Sogar die gelben, die guten. Sehr schön. Super. Vielen lieben Dank. Wir müssen, Andreas, wir müssen eigentlich mal nochmal quatschen. Was ist denn hier? Da müssen wir auf jeden Fall noch mal quatschen. Das ist hier auch irgendwie. Hast du mir hier deine ganze Bedini-Bastelei geschickt oder was? Oder was ist denn hier los? Was hast du denn hier? Hast du Netzteil umgebaut auf regelbar oder was? Oh, das wäre geil. Warte mal, was haben wir da Spannung? 12 Volt regelbar oder wie? Hast du dir die umgetüdelt? Hier oder was? Nee, hast du eine Schaltung dran gemacht? Ah, das wird dann wieder so ähnlich wie die andere Schaltung sein, ne? Aha.
ja, würde ich jetzt mal sagen, regelbare Spannungsquelle, aber diesmal mit 20 Volt. Sehr gut. Das ist nicht verkehrt, du. Ich glaube, das eine werde ich gleich für meine Laptop-Kühlung nehmen. Ja. Das regelbar. So, nächste Beidelchen. Gut, das sind jetzt, würde ich mal sagen, alles Kleinteile. Ne? Hier LEDs, Widerstände, Vakuumklemmen. Ne, warte mal, hier sind wir Liebesbriefchen drin. Ne? Mit Liebesbriefchen können wir ja mal gucken. Ah, hast du sogar drauf geschrieben. Nochmal Widerstände. Ja, LEDs und alles mögliche, dann wieder Widerstände, sogar schon ein bisschen vorsortiert, das ist echt geil. Oh nein, Potties, Jungs, könnt ihr ja bei Polin wisst ihr selber und so, ne, was die kosten. Also krass, ja. Also den Versand zahle ich dir auf jeden Fall, hatte ich dir ja gesagt, hier haben wir noch ein paar ICs. Das wäre vielleicht was von Robert. Ich denke, du hast ja bestimmt nichts dagegen, wenn ich das ein oder andere an den ein oder anderen Bastler weiterleite. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand ist hier, geniert euch nicht, um anzuschreiben, zum Beispiel so eine Kiste hier mit LEDs und ein bisschen Kleinkram und wer da was gebrauchen kann oder gerade anfängt oder so, schreibt mich mal an. Ich habe noch wesentlich mehr als das, was jetzt hier... Nein! Ja, moin, Digga! Alter, mir ist gestern mein USB hab abgeraucht. Ich habe gestern gesagt, ich habe nur noch einen 2er da auf dem Falco, du schickst es 4er. Digga, das brauche ich direkt jetzt nachher zum Videoschneiden, weil ich gehen. Alter, wie krass ist das denn? Ja, morgen kannst du Gedanken lesen. Das kommt gleich weg, das kommt, das schraube ich nachher an PC. Schrauben, stecke ich nachher an PC, Digga. Ja, Falco, lol, oder? Ist, na egal, wie es immer so ist, also hast du wieder schwarz, voll ins Schwarze. Weil jetzt ist er losgeschickt, da war meins auch nicht mal kaputt. Du wusstest das schon wieder eher. Gib mir mal, mach mal Lotto zu, lass mal Lotto spielen, Digga. Ja, hier haben wir noch ein paar Anschlussklemmen, solche Pads als Füße. Das ist mega genial, wenn man so Gehäuse, gut, ich kann den Fuß selber drucken, aber es ist schon schöner, wenn man so ein Ding hat. Muss man, ist einfach so. So, hier haben wir noch ein größeres Päckle. Da gucken wir mal rein. Oh nein! Das ist doch hier Display. Switching DC Power Supply. Defekt. Ah, okay. Und das bestimmt auch defekt. Auch defekt. Ah, okay. Da hast du bestimmt mal versucht. Hat irgendjemand versucht, Netzteil zu basteln. Da gucken wir auf jeden Fall mal rein, weil ich glaube, die Dinger, die kosten auch 1-2 Euro. Ne? Vielleicht. Können wir die, was ist denn das? Ach, das ist nur ein Step. Step down, wahrscheinlich ein Bug Boost. Und dann ist natürlich immer Schrott, ne? Aber da gucken wir mal rein, vielleicht können wir die ja reparieren. So, was haben wir hier noch? Potties, Kabel. Und nochmal Schalter. Sehr schön. Ja, und Potties. Hier ist noch eine kleine Spule und ein paar Kabel. Jetzt haue ich jetzt alles hier wieder mal rein. Okay, da können wir auf jeden Fall mal einen Abend so ein bisschen Reparaturzeug machen. Hier haben wir noch einen Lüfter, das ist bestimmt auch wieder ein Bedini. Aber da muss ich jetzt, wieso kriege ich jetzt hier deine ganzen Bedinis irgendwie? Ich glaube, du hast geschrieben, du hörst, glaube ich, oft mit Basteln, oder? Kann das sein? Jetzt muss ich mich aber tatsächlich hinsetzen, Jungs, ja. Oh. So, machen wir weiter. Das machen wir mal hier. Was haben wir hier? BMS 36 Volt vom Scooter-Akku. Okay. Hä, wie soll das funktionieren? Okay, das muss ich mir, das sind irgendwie BMS-Platinen, wahrscheinlich alle defekt oder was. Aber da haben die ja auch bloß, das ist ja auch nicht drauf, das guckst du mir auf jeden Fall mal an. Wir haben ja auch ein BMS, beziehungsweise Achim hat es selber gebastelt. Bedini 2x2.
Okay, das wird bestimmt deine, damit du weißt, warum schickst du mir deine ganzen Bedienungsdinger? Was ist da los? Dann haben wir hier ein Netzteil mit 13, 8, 10 Ampere. Steht nicht defekt drauf. Ein Stück ab geht das sogar noch. Bogardischen, immer gut, vielen Dank. Oh nein, 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 die war offen. Oh, nee, hier ist, guck mal, hier ist. Kannst du reinfummeln. Das sind natürlich hier ein paar Transistoren und so rausgefallen. Auf jeden Fall sind wir hier vergoldete, mit vergoldeten Pins. Was sind das? 6JBC167A. Aber mit vergoldeten Dingern, Digga. Da muss ich echt aufpassen, weil das hier oben offen ist. Ne? Das lege ich mir jetzt mal hier auf den Tisch. Dass ich nicht alles ausschneide. Oh nein! LEDs, LEDs, LEDs! Ja, also wie gesagt, wenn da jemand, ich mach's immer so, Andreas, ich schau dann immer mal ein paar LEDs bei jemandem, wenn ich ein Bäckel irgendwas schicke oder was. Ne? So viel kann ich dann auch nicht. Was ist das? Ein Schalter oder irgendwas? Dasselbe nochmal. Oh, ein Taster. Taster scheint das zu sein. Hier ist irgendwas ein Trigger für eingewickelt oder so ein Tuch. Dasselbe nochmal irgendwas? Oh ne, was ist das? Und das wird Lene Zinssoldaten hier. Sieht ja fast aus wie ein Conti oder Widerstand oder irgendwas sowas. Ja, das muss ich dann beim Einsortieren alles noch ausklamüsern, aber die Säule habe ich jetzt noch nicht gleich gesehen. So, was haben wir hier? Irgendein Akku oder irgendwas? Andreas, was ist denn das? Gut, ich tue mir das, was ich nicht weiß, tue schon mal zur Seite. Da kann ich dir im Notfall noch mal in Dings schreiben. Ja, aber Kondis, fette Kondis sogar, das ist 400 Volt, 270 Mikrofarad. Und hier 400 Volt, 220, sehr gut. Und haufen Kleinteile wieder, das ist wieder Einsortier-Sache. Hier haben wir noch ein Dell-Netzteil, aber ohne Stecker. Na gut, das macht nichts. Scheiße, das hätte ich dann für mein Dings-Ladegerät nehmen können. Naja, egal. So, was haben wir hier? Solarleuchten. Da kommt da oben das Wasser dann rein in der Gitschauf. Oh, die sind doch ziemlich neu, oder was? Die sind doch neu. Ha, was soll ich denn damit machen? Scheiße. So, hier haben wir nochmal ein paar Spulen und Kühlkörper. Ja. Und noch fette Kondis. Ja, hier ist irgendwie ein Gerät. Nein, da war noch so ein Transistor. So, kommen noch ein paar Geräte hier oder was? Wie gesagt, schlimme. Er wollte seine Bastelkammer aus, aber ich finde es ein bisschen schade dann, wenn du jetzt hier schon so viel gebaut hast, sage ich mal. Lichtorgel. Ah, mit den passenden Unterlagen und Schaltplan und allem drum und dran. Aha, cool. Also Lichtorgel gebastelt. Was können wir da reingucken? Okay. Das müsste ich mir dann mal. Ach so, hier kommt das Audio dann ran? Alles klar. Audio ran und. Ah, okay. Ich habe ein bisschen. Was soll ich ja im Stream machen oder was? Immer wenn ich Quatsch gehe, dann Lichtorgel an. Nein, nee, ich sag lieber nicht. Geht die auch mal aus Deutsch, oder? So, tun wir uns wieder rein. Eine Lichtorgel. Hast du das jetzt für irgendwas Spezielles gedacht?
Hast du doch bestimmt mal für dich gebaut. Wieso krieg ich das jetzt? So, geht mal weiter. Und dann können wir noch mehr. Ja, das ist so viel geschickt, Alter. Wir haben auch wieder eine Schaltung aufgebaut mit zwei Dings. Zwei ICs sogar. Gucken wir mal, hier haben wir noch einen Schaltplan oder irgendwas. Das ist doch schon mal einen sehr guten Schaltplan. Ja, ja, das sind die 2x555, was sollen das sein? Von der Batterie 555 macht irgendein Signal und macht dann. Stromregelung oder was? Ich würde mal fast sagen Stromregelung. Mit zwei in die. Na gut. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, natürlich. So, dann haben wir hier. Das sind. Oh nee. Sind das Mini-Relais? 12 Volt? Lol. Subminator-Relais. 250 Volt, 2 Ampere. 12 Volt oder 12 Volt. Oh, 12 Volt. Ey, das wäre ja geil. Mega cool. So, hier haben wir noch ein süßes, kleines Dell-Netzteil. Steht doch nicht defekt drauf. Ich hoffe mal, du hast überall defekt draufgeschrieben. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, Kfz-Abzweig-Dinger. Dinger. Das sind Kabelabzweig-Dinger. Oh, die haben wir auf Arbeit auch gehabt. Cool, das ist geil. Da kommt der Hälfte kleine Garage und der Hälfte hier, wenn ich mal wieder was abzweigen muss. Die wollte ich mir tatsächlich sogar schon kaufen, Digga. Hab's aber nicht gemacht, weil ich kein Geld habe. So, hier ist nochmal so ein. Die hatten wir ja vorhin, das lege ich jetzt hier rüber, da muss ich echt mal fragen, was das ist. So, hier haben wir noch was. Wo ist das? Stärker oder was? Endstufe oder? Auf jeden Fall hier irgendwelche ganz viel Anschlüsse oder Antennenzeugs. Ja, das ist ein Audio, oder? Warte mal, so rum. Das ist irgendein selber gebauter Steuer. Mit einer, also ist eine Box drin. Hm. Ach, das sind die Gehäusedeckel. Was hast du denn gebaut? Ja, mit USB? Da wolltest du mal irgendwas zusammentüdeln. Okay. Interessant. Dann könnte man ja so eine Fallout-Konsole oder so draus basteln. Ne? Aber sieht gut aus auf jeden Fall. Da kann ich. Ich weiß ja nicht, was du damit gedacht hast. Aber vielleicht kann ich das irgendwann mal als Gehäuse gebrauchen. Also höchstwahrscheinlich, oder es war mal irgendjemand, was siehst du, mein Nachbar muss schon noch Hanf bauen. So, was haben wir hier? PC-Gehäuse mit irgendwas drin? Ist verschraubt. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick nicht. Okay, das ist wieder so ein Ding, da muss ich mal den Andreas fragen. Das hat man gesagt, nur mal noch beiseite. Hier haben wir jetzt noch irgendein Gerät oder Kasten. Was das ist. RMF mit regelbarem Netzteil. Das sieht jetzt so aus, als wenn das ein Projekt von dir war, du das aber nicht fertig gemacht hast. Kann das sein? Dass das jetzt hier alles die Bauteile sind, Schaltnetzteil, RMF, wahrscheinlich von dem Gehäuse. Das ist der RMF anscheinend. Okay, das willst du wohl hier reinbauen oder was? Aber jetzt musst du mir mal, was ist denn hier los bei dir? Wieso, sag jetzt mal, krieg ich das alles? Warum baust du das nicht fertig?
Gibt es da ein speziell, wenn es zu privat ist, schreibst du mir das privat mal. Einfach mal so mein Interesse halber, ne? Gut, was haben wir hier? Kaltgerätestecker, den lassen wir gleich mal hier hin. Das sind noch zwei kleine Boxen. Und hier haben wir, gibt es noch Werkzeug. Bist du verrückt? Abisolierzange, eine Clipex, guck mal. Clipex, Seitenschneider. Da kann ich meinen verranzten Decker endlich mal weg haben. Scheiße, ihr seht mich jetzt nicht. Ich freue mich auf jeden Fall mega, super, vielen lieben Dank. Ich habe ein bisschen ungünstige Kameraperspektive, das tun wir nur. Ein LED-Lichterband, leere Tüte. Dann haben wir noch ein Laptop-Netzteil. Was ist das? Ist irgendwas Besonderes? 19 Volt, Fuji. Also so Netzteile, Jungs. Oh, na gut, das ist großen. Was ist das? 48 Volt, 3 Ampere. Ui, das ist geil. Also was? Gerne. Die hier brauchen wir nicht mehr. Da haben wir einen Sack voll, sag ich jetzt mal. Ne? Gut, hier haben wir noch Liebesbriefchen. Die geheimfreien Energie. Schaltpläne kommen jetzt oder was? Mal gucken. Aber ja, schade, wenn du aufhörst. Ey. Also allgemein. Ne? So, sind wahrscheinlich hier ein paar Schaltpläne. Bestimmt freie Energie. Das wäre ich ja jetzt schon. Also alle Aluhut schnell aufsetzen oder? Nee, Spaß. 035, das ist. Also du scheinst dich hier. Oh, TL494. Ach, guck mal, Robert. Müssen wir mal mit deiner Ansteuerung reden. Ah, du hast dich hier so ein bisschen auf jeden Fall Festspannungs- und Spannungsregelungen machen. Ist das jetzt freie Energie endlich mal? Scheiße, mein Russisch ist schon ein bisschen eingefroren. Das ist nicht vorhanden, der Russisch. Was ist das hier? Erdung. Ohne Induktivität oder was? PNP, NPN-Schaltung? Na, keine Ahnung. Könnte tatsächlich. Was ist das hier? Wisst das jemand? Hat er schon gebaut? Sind alle autark? Na dann, let's go. So, gucken wir mal hier. Ah, Russisch. Ich kann ja kein Russisch. Das ist das Ding von vorhin, das hat man schon. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt hier Festspannungsregler oder irgendwas. Kann ich nicht genau sagen, das wird entwickelt. Ja, der Russenzeichen ist so oder was? Das ist das Signal. Bestimmte Wicklung hier. RX. Das könnte die Kacherschaltung sogar sein, ne? Mit LM358. Hm. Oder? Tesla-Spule? Was ist das? Travo auf 15? Ha, na gut, das könnte eine Haltbrücke oder irgendwas sein. Aber der eine Plan, das sah ein bisschen verdächtig aus. So ein bisschen wie Akula. Hast du das richtig gesehen oder liege ich falsch? Kann leider kein Russisch. Ich kenne ja einer Russisch. Warte mal, das regelbare Dings war hier, ne? Das muss hier noch mit rein. Wartet mal, dass wir hier keinen Mist machen. Das kommt hier mit rein in den Beutel. Ja, vielleicht baue ich den mal zusammen, mal gucken. Wir haben ja auch bald ein kleines Treffen. Hier sind nochmal solche. Keine Ahnung, sieht bald aus wie Knallfrösche oder so, ne? Ich weiß ja nicht was. NTC 22K. Oh nö, NTC 22K. Ach so, Temperatur, Dieter. Das ist natürlich gut. Oh, wieder die Schalter. Oh, da bin ich versorgt. Achim, Astra, Schluck, da kann ich dir ein paar abtreten. Da darfst du mal einen kleinen Beutelchen fertig machen. Du brauchst doch auch immer welche. Gerade für die 3D drucken und so. Ne? Hier sind nochmal solche Unterlagepads, also so Füße für Gerätschaften.
Und das Potti in der Vergeltung ist auch noch mit drin. Gut. Waren wir zuletzt, hab ich gesagt. Dann haben wir hier noch ein bisschen Kabel, Wickeldraht und Lüfter. Wahrscheinlich auch wieder mit Mini. Und was ist das? Dreipolisch. Na, geben Sie mir mal ein Datenblatt hier. RICOM R785005 und unten drunter 1120. Keine Ahnung, was das ist. Und was haben wir hier? Oh, LEDs nochmal. Hm? Na, nochmal LEDs. Ein bisschen anderer Typ. Und dann, last but not least, noch ein Netzteil. Okay, haben wir. Nee, hier, das war noch, oder? Das hat man schon reingeguckt. Oder? Nee, das hat schon auf meiner Seite. Die zwei Sachen noch. Ich glaube, das sind so hier Sammelsorium-Fundkiste-Sachen. Ja, das ist nochmal ja immer alles Mögliche. Das muss ich dann alles einsortieren. Habe ich, sowas wollte ich aber, ne, sowas sortiere ich mir ein. Und dann habe ich, guck mal hier, Transistoren wieder im Sack voll. Mega geil, auf jeden Fall. Ne. Ich gucke jetzt nur mal grob hier rein. Ah, komm, dann machen wir mal hier unseren Tisch fertig. Gucken wir mal, sind also so Kleinteile, alles mögliche. Hier sind LEDs wieder, sogar die großen. Ja, ich denke, konnte euch zumindest einen kleinen Überblick, ist Haufen Kleinzeug hier noch mit dabei. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Da kann ich einen schönen Abend, vielleicht Sonntag mal machen, wo ich die ganzen Kleinteile einsortiere. Ja, Andreas, vielen lieben Dank, Wahnsinn. Und PayPal kommt. Tschüss.